Ein geklautes Velo oder ein kaputtes Fenster. Ab sofort reicht im Kanton Luzern für eine Anzeige ein Mausklick. Der mühsame Gang auf den Polizeiposten braucht es künftig nicht mehr. Luzern ist einer von 13 Kantonen, der sich an dem neuen System schon angeschlossen hat. Seit ein paar Wochen kann man online auf swissepolice.ch eine Strafanzeige gegen Unbekannt machen, wenn es um Bagatelldelikt geht. Das bringt laut dem Mediensprecher Christian Bertschi viele Vorteile. Der Kanton Luzern verfolgt seit ein paar Jahren Digitalisierungsstrategie und auch die Luzerner Polizei ist ein Teil dieser Digitalisierungsstrategie, auch wir machen damit. Und der elektronische Polizeiposten ist für uns ein gutes Instrument, das wir hier mitmachen können. Vor allem auch, weil es eine Erleichterung ist für unsere Luzerner Bevölkerung. Wenn sie ein Delikt zur Anzeige bringen müssen, können sie das daheim machen und müssen nicht mehr auf einen Polizeiposten kommen. Bis jetzt musste man immer extra auf einen Polizeiposten, wenn man ein Delikt anzeigen wollte. Grüezi, Wagner. Ich müsste eine Anzeige machen, haben wir das Velo gestohlen worden. Jawohl. Wo und wann wäre das passiert? Gestern zu Abend hier am Bahnhof Luzern. Das ist jetzt bei kleineren Sachen wie eben einem Diebstahl von einem Velo oder Handy, bei Sachbeschädigungen oder beim Gesuch von einem Waffenerwerbschein von zu Hause aus möglich. Sobald es aber komplexer wird, muss man es auf dem Polizeiposten melden, wie bis anhin. Dass es jetzt massiv mehr Anzeigen gibt, befürchtet Christian Bertschi nicht. Wir haben nicht Angst, dass es eine Flut gibt von Anzeigen gibt, weil man sich auf dieser Seite registrieren muss, mit seinen Personalien, mit der ID-Nummer, die man eingeben muss. Und das ist doch eine relativ grosse Hürde, dass man da nicht einfach aus Spass irgendwelche Anzeigen macht, zumal sie auch strafbar ist, wenn man eine Falschanzeige macht. Diesen Weg könnten sich in Zukunft also ein paar Leute sparen. Eine Strafanzeige machen, unabhängig von Zeit und Ort, das ist jetzt nämlich möglich.